Tesla westwärts, 5 Baltic Shearwater über 16.920 Also die Fähre wurde so eingestellt, dass sie bei 0,5 Sekunden, sobald wir hier oben eine Pitch-Veränderung vornehmen, dass sie sofort reagiert in 0,5 Sekunden. Bei der alten Fähre ist das so, da haben wir immer leichte Verzögerungen drin. Also man muss so ein bisschen vorausschauen, fahren und vorausschauen denken. Und bei diesen neuen Hybridfähren ist das so, da ist ja voll Elektronik und da, sobald ich da oben was an der Pitch mache, passiert sofort was. Und sie fahren sich spritzig, sie fahren gut. Sie sind auch vom Propeller her sind sie etwas größer als unsere alten Fähren. Ja, und eben ordentlich Dampf unter dem Propeller. This full electric ferry is in operation 24/7 a day. But to guarantee uptime, the operator and the class society demanded a genset for backup power. We have installed a genset based on a D8 variable speed engine of 298 kilowatts. It is stage 5 approved and fully integrated in the power management system of the third party on board of this vessel. It can run 3 different RPMs and can provide the power for full operations during daytime or when there is no time to charge the vessel. Früher hatten wir eine Maschine, eine Kardanwelle, einen Treibriemen und dann zum Propeller hin. Jetzt geht es von den Batterien mit einem Umstellmotor direkt zum Propeller hin. Und wir haben praktisch einen Direktantrieb und der reagiert natürlich unwahrscheinlich schnell. In the process of building the vessel, they have selected the D8 because of the size. The power output of the engine fits perfectly the requirements on board of the vessel when there is no power available from the shore connection. It has only 4 major components, which makes it easy to install for the operator and for the shipyard. It contains of the tank and the pump, the management system, the catalyst and the injector of the urea. And that's it. Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Volvo genommen haben, weil wir ständig in Einsatz sind und die Fähren müssen eigentlich immer laufen. Und von daher haben sie sich für den Volvo entschieden und das mit der Ersatzteilversorgung, das läuft eigentlich ziemlich gut. The D8 engine used on this ferry is stage 5 certified, which means that it complies to the latest emission legislations valid for inland waterways. It's a fuel efficient and low emission engine. Man muss ja auch ein bisschen an die Nachkommen denken und an die nächste Generation. Und von daher finde ich das gut, dass die WSV sich jetzt entschlossen hat, Hybridfähren zu bauen. Es ist gut für die Umwelt und das finde ich eigentlich ganz gut.